Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben uns heute mal bei Benny getroffen hier. Und zwar, es ist Besuch aus Schneeberding. Wir kommen leider nicht drum rum, deswegen müssen wir euch das jetzt auf dem Channel hier vorstellen. Und zwar, da sitzt der Herr, der sich tatsächlich mit seinem Elektroauto hergetraut hat. Ich überlege gerade, nee, es ist nicht das erste Mal bei uns auf dem Channel. Wir haben ja schon mal einen e-tron GT sind wir schon mal gefahren. Und so ein, zwei Sachen haben wir schon mal gezeigt. So, du Tesla Plate bekommen. Genau. Ich persönlich habe ihn live noch nie gesehen. Das erste Mal. Ja. Okay. Ja, oder gibt es da schon welche in Deutschland, die da nur rumfahren? Ja, gibt es ja. Du hast vorher schon welche gesehen. Ich bin einer der ersten. Nee, gesehen habe ich noch nicht. Auch nicht vorher, ne? Nie gesehen, nee. In den USA nur. In den USA bin ich ja selber gefahren. Letztens in Vegas habe ich einen gemietet. Mhm. Aber war kein Playboy in Long Range. Sah nur aus wie Playboy in den USA, wenn die Long Range als Plate auch verkauft. Trotz, dass es nur Long Range sind. Aber ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich gar keinen Plan davon. 0,0 von Tesla. Wirklich, also Long Range, Tesla, ja, SX, also Long Range ist einfach nur, die haben weniger Leistung. Meistens haben die so wie zum Beispiel bei Model 3 haben die, ist ein Defekt, ist das ein Performance der Long Range, haben die aber die Leistung reduziert, damit er halt mehr Kilometer schafft. Ah. So, aber das Technikpaket ist das gleiche. Ich kann die Dinger auch tunen, ich kann die aufmachen, dann sind das auch Performance dran. Mit diesem Video wollen wir auf jeden Fall bewirken, dass über dieses Auto, ich weiß nicht, wie lange wir schon über diesen Plate reden, weil ich weiß noch so, als die ersten Zahlen und Fakten von dem Auto in Amerika so rausgekommen sind, krass, also die ersten Viertelmeile-Rennen, die ersten Vergleiche und so weiter, ist das ja schon irgendwie so, das, was wir uns mit Tuning immer zusammengebaut haben, gibt es jetzt in der Serie so einfach zu kaufen. Kannst du kaufen, jetzt auf Winterreifen, kannst du rausfahren im Regen, das Ding fährt 9 Sekunden auf Viertelmeile. Schon krass eigentlich, ne? Ja. Also das Erste, was ich sagen muss, als du gerade reingefahren bist, er sieht live deutlich besser aus, als auf deinen Fotos und so. Ja, er ist auch breiter, also das ist so gesehen wurde, der ist Facelift. Und durch den Plate, weil er zwei Motoren hinten hat, und einen vorne, haben die keinen Platz gehabt, ist die Karosse auch breiter geworden. Das ist 20 mm breiter pro Seite. Deshalb hat er auch so einen fetten Arschschutz gekriegt. Dein Alter war auch ein Model S? Nee, das war Model 3. Ja, ich habe wirklich gar keinen Plan davon. Aber nein, weil ich fand auf deinen Bildern sah der viel kürzer und höher aus. Weißt du, ich dachte gar nicht, dass das so eine richtige Limousine ist, sondern ich dachte, das ist ein bisschen mehr. Das ist ein fetter Klotz eigentlich, ja. Ein großes Auto. Krass. So, das Ding soll jetzt 1020 PS haben. Soll, ja. Deswegen sind wir nämlich heute auch bei Benny, weil das werden wir nämlich testen. Hat den schon mal einer auf dem Kühlschrank gehabt? In den USA haben die bei mir drauf gemacht, ja. Und dann drückt das Ding auf 1020? Die haben sogar mehr gedrückt, irgendwie 1100 oder irgendwie sowas, ja. Mhm. Das Auto hat ja zwei Modis. Da hat er einmal diesen Drag-Modus, wo er dann die Batterie ja vorwärmt, und da hat er extra so einen Kühler vorne mit Glykol. Das Glykol ist gemischt auf Gefrierpunkt auf, glaube ich, 55 Grad oder so, also ziemlich hochwertig. Damit kühlt er die Öl, und das Öl wird mit der Pumpe zu den Motoren gepumpt, um halt auf die perfekte Temperatur alles zu bringen, damit das Auto halt die bestmögliche Leistung hat. Ach krass. Genau, und dann können wir ja auch einen Prüfstand machen. Einmal, wir lassen so, wie er jetzt ist. Also ich bin jetzt auch langsam hergefahren. Kalt. Und dann können wir den Mode anmachen. Dann kann er sich ja vorwärmen, alles Ding. Dann werden wir mal gucken, ob der dann mit dem Drag-Modus, wenn er halt diese Vorbereitung hat, ob wir den Leistungsunterschiede sind. Benni, was ist Ihr Rekord auf dem Prüfstand? 1220. Okay, 1220 wäre die Klasse, aber. Ah, mal gucken. So, Paul, jetzt erklär mal, was begeistert dich so am Tesla-Fahren? Weil du bist ja eigentlich Mr. Benzin im Blut. Ja. Größerer Turbolader und so weiter. Genau. Bist du immer noch? Bin ich immer noch, klar. Deswegen ist auch diese Kombination so geil, weil ich bin es definitiv auch und ich weiß, du bist es auch, aber irgendwas Besonderes muss ja dran sein, sonst würdest du das Ding nicht fahren. Ja, ich habe mir ja irgendwann mal ein Model 3 gekauft für die Firma, den kleinen, und dann bin ich damit einfach mal nach Polen gleich gefahren, zu Weihnachten und so, weil ich wissen wollte für mich, wie das selber ist. Gut, das ist ein Hecktriebler, der hat mit auch noch so ein China-Modell mit so einem kleinen Akku. Reichweite ist natürlich, viel Start ist perfekt, bin da trotzdem gefahren, wir haben öfter geladen, war aber witzig, und einfach vom Fahren und von diesen, dass das Auto halt immer gleich da ist, wenn du beschleunigst und so, ist es einfach, ja, es ist cool. Aber ist, und dann habe ich mir halt Model 3 Performance geholt für mich selber, das Ding hatte über 500 PS, und dann bin ich das Ding in einem Jahr 60.000 Kilometer gefahren. Und gleich, wo der zu bestellen war, habe ich gleich, ich bestell mir, weil ich will im Alltag wirklich nichts mehr anderes fahren, weil es ist, wenn ich mich jetzt echt im Verbrenner setze, das dauert alles. Du scherst aus, willst überholen, gibst Gas, dann, das dauert gefühlt Ewigkeiten, wenn du ganz halt Elektro fährst, bis das Ding endlich mal beschleunigst. Wie lange hast du auf den gewartet? Wann hast du den bestellt? 2 Jahre fast. 2 Jahre? Ja, ich habe ja noch zum alten Preis gekauft. Das heißt, die waren günstiger damals? Ja, 100, also in schwarz 129.000 habe ich bezahlt, und jetzt kosten die 139, also fast 10.000 Euro. Weil ich hatte auch so eine Zahl im Kopf, und dann habe ich mal Mobile aufgemacht.
Und da geht es ja aktuell irgendwie bei 180 los oder so. Ja, ja, die alle, die jetzt irgendwie ein bisschen vorbestellt haben und haben, die versuchen die jetzt für teuer Geld zu verkaufen. Im Vergleich dazu, was hat der Model 3 Performance gekostet? Ich habe nur 55 bezahlt, jetzt kosten die glaube ich 64 oder so. Also die Hälfte ungefähr. Genau. Ist das Auto das doppelte Wert? Hat ja auch doppelte Leistung, passt ja. Doppelte Leistung, ja. Model 3 war gebaut für wenig Geld, viel Auto. Mhm. Was auch passt. Also hast du ein bisschen Plastik, hier ist das Armaturenbrett mit Leder bezogen, hier hast du Alcantara-Himmel, du hast Luftfahrwerk, also wirklich, du hast in dem Auto eigentlich alles. Mhm. Ich finde den auch optisch eine andere Liga. Genau. Ich werde auch hier die Felgen von meinem Model 3, kennst du, die ich mit Eve gemacht habe. Wir werden das gleiche Rad hier auch machen, nur in 22 Zoll. Ich werde auch scannen, weil ich will hinten 12 und vorne 11 J fahren. Serienmäßig als Winterreifen 285/40. Und dein Model 3 Performance war auch Heckantrieb oder das war ein Allrad? Das ist ein Allrad, als Performance ist ein Allrad. Genau, mit zwei Motoren. Technisch gesehen, also ich bin in dieser Elektrotechnik gar nicht drin. Was ist so der größte Unterschied zwischen Plate und dem Model 3? Sowohl Batterietechnik als auch Software, der als auch Motoren. Der hat riesengroßen Akku, der hat ja 100 kW Akku oder ca. 100 kW Akku. Und durch die drei Motoren gewinnt er natürlich, wenn du fährst, enorm viel Strom, weil drei Motoren regenerieren viel mehr Strom, wenn du vom Gas gehst und so. Und beim Tesla ist das so nicht wie beim Porsche und so. Bei Porsche musst du, glaube ich, erst bremsen, dann fängt er an wieder, die Produktion fängt an zu starten. Und hier, du gehst vom Gas, du brauchst nicht bremsen, du benutzt die Bremse eigentlich, wenn du normal fährst, gar nicht. Weil er mit dem Motor nicht mehr bremst. Wenn du ein paar Kilometer gefahren bist, weißt du, wie das funktioniert, benutzt die Bremse gar nicht. Und dementsprechend ist das echt enorm hoch bei dem Auto mit den drei Motoren. Wenn du jetzt einen schlechten Tag hast, wie weit kommst du dann damit? Also wenn man doch so ein bisschen, wenn er doch mal so ein bisschen überholt, also so normal. Ich fahre sowieso immer schnell, also den Verbrauch, den ich bei meinem Model 3 Performance habe, wenn ich das mal in irgendeinem Tesla-Forum gepostet habe und die Leute, ja, ich bin ja schon wegen großer Schnauze schon mehrmals aus dem Forum rausgeflogen bei Facebook, muss ich sagen, weil die irgendwie alle damit nicht klarkamen, aber... Wir lernen daraus einfach Facebook abmelden, finde ich. Ja, Facebook abmelden auf jeden Fall, das ist sowieso das Beste, glaube ich, ja. Auf jeden Fall... Also mit dem komme ich deutlich weiter. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich hier nach Tschechien gefahren bin oder sag ich mal, fahre die Strecke sehr oft von zu Hause Richtung Magdeburg. Mhm. Wenn ich zu Hause vollgeladen bin, mit Performance losgefahren bin, ich fahre dann wirklich ganze Zeit irgendwie so 180, 160, 200 bin ich gefahren, dann muss ich wirklich X-Leben hier bei Magdeburg, da ist ein Supercharger, da muss ich immer laden, da muss ich echt die letzten Kilometer vom Gas gehen, das sind ja knapp über 200 Kilometer. Vom Gas gehen, damit ich da hinschaffe, komme ich mit 3% an. Jetzt habe ich den am 30. gekriegt, sind wir nach Hause gefahren, habe erstmal die ganzen Embleme abgerissen von der Karre. Dann haben wir Sachen gepackt, sind wir wieder nach Tschechien gefahren. Und gleiche Strecke, vollgeladen und da sind wir ganz Zeit zwischen 170, 230 gefahren. Ne? Ja. Kam in X-Leben an mit 25% Restakku. Und geladen haben wir von einmal unterwegs von 13 auf 90% beim Supercharger in 30 Minuten. Okay. Also ist relativ schnell. Also man kann schon so sagen, wenn man ballert, schaffst du schon noch 250 Kilometer. Du schaffst mit dem echt. Weil, ich sag mal so, angenommen, du würdest jetzt ein 1000 PS Auto nehmen, keine Ahnung. Also kurz gesagt, wenn du mit einem GTR, sag ich mal, 1200 PS und 1700 Düsen. Ja, dann musst du auch tanken nach 200 Kilometern. Wenn du normal fährst, ein bisschen schneller, ist nach 250 Kilometer der Tank alle. Ja. Und wenn du dann also ein Supercharger bist, wie lange braucht der, um das Ding voll zu machen? Also wie gesagt, 13 auf 90% eine halbe Stunde hat er geballert. 13 und okay. Aber es dauert dann schon noch eine halbe Stunde. So lange eine halbe Stunde, ja. Also kurz gesagt, wenn du tanken gehst, bezahlen deine Kasse zwischen Dingen, dauert auch eine Viertelstunde. Also. Wenn du jetzt irgendwie auf Toilette gehst oder so, dann dauert es noch länger. Mich persönlich stürzt nicht. Ganz viele haben ja immer diese Vorurteile, Lebenszeit von so einem Elektroauto. Wie viele Kilometer bist du mit dem Model 3 am Ende gefahren? 60.000. Und irgendwas passiert, kaputt? Gar nicht. Ich habe irgendwie mal eine Kamera gehabt oder so, aber bei Tesla ist das so, du holst ein Handy raus, meldest einen Service, dann fragt er dich, willst du zum Service Center kommen oder soll ein Ranger kommen? Ranger ist ein mobiler Service, dann sagst du mobiler Service, habe ich mal in die Firma bestellt, dann kam er an, habe ich ihm die Karte gegeben, hat das fertig gemacht und ist wieder abgehauen. So. Ach wie geil, der kommt da wirklich dann? Ja, der kommt dann, ja. Und egal was, also angenommen das Ding würde jetzt, keine Ahnung, quietschen, Motor geht nicht, hat nur noch Hecker. Also ist je nachdem, also wenn, sag ich mal, wenn Scheinwerfer, Software oder selbst wenn ein Sitz kaputt ist und so, habe ich selber gesehen, die haben Sitze im Auto gehabt, dann tauschen die Sitze aus und hauen wieder ab. Also das ist wirklich echt mega, ne? Okay, und Reichweite weniger geworden oder nicht? Weil jeder kennt das ja so vom Handy, dass mit der Zeit Reichweite... Nee, also bei Model 3 ist die Reichweite nicht weniger geworden. Das Einzige, wo es ist, halt wenn draußen kalt ist, das merkst du ein bisschen. Also bei Model 3 waren es ungefähr 100 Kilometer ungefähr, weniger. Ich könnte mir auch vorstellen, bei so einem Elektroauto steigst du ein und der ist gleich warm, oder nicht, oder? Im Winter? Also wenn du im Winter so minus 20 draußen fährst, fährst du 5 Minuten, dann hast du 20 Grad drin, ja. Mal gucken, wie wir den überhaupt aufkriegen. Das waren auch so, ich erinnere mich an die allerersten Bilder im Internet.
wo noch jeder überlegt hat, ob das Lenkrad wirklich ernst so ist, ne? Ja. Oder ob das so die ersten Prototyp-Lenkräder sind. Ne? Junge, aber zieht euch mal den Monitor rein. Da kannst du dich reinsetzen zum Video schneiden. Ja. Das Ding hat der manch ein oder andere nicht im Büro, ne? Nehme ich jetzt als Firmenwagen, du, also hätte ich nichts gegen. Wie ist das mit dem Lenkrad? Ist cool. Also, das Einzige, was ist mit dem Blinken, ist scheiße. Also kurz gesagt, genauso scheiße wie beim Lambo Huracan, genau die gleiche Möglichkeit. Du musst am Lenkrad blinken, ne? Genau, du hast ja hier links und da hast du den Blinker. Und bei Huracan hast du genau die gleiche Scheiße. Nervt mich am X-Bow auch. Vor allem, man vergisst es halt auch. Ja, wenn du im Kreisverkehr bist, dann blinkst du nicht. Also Lambo-Fahrer, Plate-Fahrer und so, die blinken nicht raus, wenn die aus dem Kreisverkehr rausfahren. Sorry, ist aber so. Aber es ist mal ein Display hier, ne? Du musst einfach gucken, wie ich die Lüftung hier ein bisschen runter mache. Jetzt verstehe ich. Krasser Display. Ja, die Düsen. Also die Düsen kannst du auch alles verstellen. Das machst du ja so, kannst du auch so machen. So. Ach, damit verstellst du die Düsen, ja. Hinten hat er auch ein Display, hinten verstellst du die Düsen genauso. Der ist aber fest so, ne? Der ist fest, ne? Junge. Der fährt dir so ein Beifahrer. Fürs Schneiden während der Fahrt, ne? Ach krass, aber warte mal, jetzt mal gucken, kriege ich das hier gerade wieder? Ja. Geil. Ja, man kann tatsächlich, hier ist es nicht so, vor allem, Alter, man sieht ja die Ausströmer so noch nicht mal, ne? Wo kommt die Luft überhaupt raus? Die kommt hier und oben hat er. Und dahin hat er auch vom Armaturenbrett. Hier konnte man gerade tatsächlich elektrisch einstellen, einfach nur, wo die Luft hin soll, ne? Ja. Weil jeder kennt das im Auto, man verstellt dreimal von links nach rechts und ist sich immer noch nicht sicher, wo die Luft ankommt, ne? Ja, also da hat Tesla wirklich schon viel gemacht, das muss man schon sagen. Ja, die Felge kannst du auch noch aufmachen, da ist noch mehr Loch nach unten, weil du ja keinen Mitteltunnel hast. Das also, ja, vermittelt auf jeden Fall so ein spaciges Gefühl von innen, ne? Ja. Aber klar, das ist natürlich das Lenkrad. Lenkt das Riesending hier ab? Weil irgendwie ist das ja schon verlockend, da einfach dauerhaft drauf zu gucken, oder nicht? Ja, du guckst, aber während der Fahrt kannst du ja kein Netflix und kein YouTube anmachen, gar nichts. Gibt es eine Freischaltung für? Leider bis jetzt noch nicht, also ich habe noch nicht rausgekriegt. Hinten das Display, da ja hinten 9 Zoll Display, auch Touchscreen, da kannst du während der Fahrt alles gucken. Und auch mit der Lüftung, mit Sitzheizung kannst du hinten anmachen. Mhm. Ach so. Ach, da in der Mitte. Ja. Was kann man an diesem Auto jetzt aufpreispflichtig so bestellen? Oder gibt es da nicht viel? In den USA die Keramikbremse. Mhm. Da haben wir da freigeschaltet auf 320 km/h Spitze. 320, genau. Im Elektroauto. Ich bin jetzt dabei, gerade eine Keramikbremse mit... vom GTR einzubauen? Nee, mit so einem geilen Typen zu... Der hat die schon fertig. Wir wollen die jetzt auf den deutschen Markt bringen, will er jetzt demnächst Tests machen und so. Und bin gerade mit Tesla am Verhandeln, dass sie mir die Dinger dann noch freischalten. Mhm. Weil in den USA kannst du die Keramikbremse bestellen, in Deutschland noch nie, weil die in Deutschland, denke ich mal, noch keine Zulassung dafür gekriegt haben. Also. Krass. Mhm. Er ist deutlich größer, als ich gedacht hätte. Weil das ist ja schon eine richtige Limousine so, ne? Ja, das ist ein riesiges Auto. Also das, der auch original? Der ist alles original. Immer? Das ganze Auto, also dass er tiefer gelegt ist, ist alles original. Ja. Aber kann man wahrscheinlich wählen, ob Carbon oder nicht Carbon, oder ist immer Carbon? Nee, der ist beim Plate ist er immer dran. Alter, so Alcantara hier alle. Ja, kannst du aufmachen. Ganz hier, so. Ja, hier sind meine Schießer noch. Das ist auch ein Riesenloch. Hier hast du auch noch einen. Wenn du jetzt, wo du gerade Skisachen sagst, angenommen, man fährt mit dem Ding auf maximale Reichweite und klemmt sich so auf der Autobahn bei 100 hinter die LKWs, wie weit also kommt man dann? Wo wir losgefahren sind, wo er voll war, weil wir Tschechien eingegeben haben zu meiner Freundin hin, da hat er gesagt, wenn wir unter 135 bleiben, dann ist der nächste Charger zum Laden in Leipzig am Flughafen. Von mir zu Hause. Das sind 400 oder so, ne? Das sind irgendwie 400 noch was Kilometer, ja. Und das finde ich halt am allerkrassesten, weil... Und da werden wir irgendwie mit 10% oder 15%, 10% glaube ich Reichweite noch angekommen oder so. Das find ich bei Tesla immer beeindruckend, wie diese Vernetzung halt ist, ne? Wie diese Vernetzung online ist krass, das Ding ist, dass er dir die Charger zeigt, der zeigt dir ja sogar an, ob da gerade einer steht, wie lange du warten genau, musst und so weiter. Genau, genau. Und ab und zu ist auch so, du hast auch bei manchen Chargern hast du auch noch einen Shop drin, wo du Kaffeeautomat drin steht oder sonst irgendwas und Toilette ist aber nicht zugänglich für jeden. Dann hast du nämlich drin in der App, da am Supercharger, wo es steht, hast du den Zugangscode drin. Ah. Dann nimmst du, gehst du, tippst den Code ein, kannst reingehen. Ach so, das heißt normalerweise ist ja gar kein Häuschen, wo man irgendwas kaufen kann und gar nichts. Genau, das ist kein Mensch, sind alles nur Automaten drin und Toilette, ist aber nur für Tesla-Fahrer. Wo kann man vielleicht die eine oder andere Geschäftsidee noch ausmachen, wenn man weiß, da gibt es sonst nichts zu kaufen. Ja. Wie ist das vorne hier unter der Haube? Ja, klar. Weil, ich bin überrascht, dass das so... Ja, das alte Model S hat mehr Platz gehabt, weil hier hat er den fetten Kühler. Der hat ja dieses Kühlsystem da drin. Also der eine oder andere wird mich jetzt
erschlagen, aber ich finde, es hat von vorne ein bisschen was von einem Aston Martin, finde ich. Hat gestern mir auch einer schon gesagt, ja, wo ich angekommen bin. Dieses Vintage-Modell ist das, glaube ich. Mhm. Hier gerade so mit Haube. Mhm. Nur ein bisschen in groß. Ach, krass. Ja, okay, aber das ist der Wahnsinn, was hier alles drin sein muss. Weil man, sieht, echt man sieht halt leider gar nichts. Mhm. Wie ist das mit Garantie auf so einem Auto? Mega. Ich habe acht Jahre Garantie auf kompletten Antrieb mit Motoren und auf Akku. Also. Voll acht Jahre ist halt acht Jahre, lange Zeit, oder, ne? Acht Jahre oder 200. Warte mal, ich kann es genau sagen. Wenn man jetzt acht Jahre sich zurück überlegt, steht in der App. Eingeschränkte Antriebsgarantie läuft am 30. Dezember 2030 oder nach 240.000 Kilometer. Also acht Jahre oder 240.000 Kilometer. Auf. Hast du mal im Internet einen gefunden, der wirklich mal so 200.000, 300.000 Kilometer hat? Ja, das gibt sogar einen, der hat 1 Million und so schon. Und das Geile ist, bei den ersten Model S damals, die verkauft worden sind, die haben eine Zeitgarantie gehabt, aber keine Kilometerbegrenzung. Ah. Und jetzt ganz viele haben jetzt, weiß ich, 500.000, 700.000 der Akku ist kaputt gegangen, sind aber noch unter diesen 8 Jahren drin und kriegen wirklich neue Akkus. Aber angenommen, da würde jetzt zum Beispiel so ein Radlager kaputt gehen. Ja. Das würde auch der Ranger machen? Nee, das glaube ich nicht. Das nicht, ne? Das glaube ich nicht. Nee, also ich muss sagen, wirklich, ich glaube, ich habe schon dreimal gesagt, also optisch hat er mich also das Auto ist doch überzeugt irgendwie. Der ist wirklich cool. Finde ich also zum Beispiel, finde ich auch optisch jetzt geiler als so ein e-tron zum Beispiel. Mhm. Als ein e-tron GT. Ja, so. Die sind auch langsam, die scheiß Dinger, die überholt sind dauernd. Also das Geilste ist immer, du hast bei diesen e-tron oder den ganzen Porsche-Fahrer hast du auch sehr oft, ich will jetzt nicht lästern, aber wirklich sehr oft, du stehst am Tesla, weil du das Ding ist ja mit der App verbunden, der Tesla Charger, der weiß die Fahrgestellnummer, er weiß, welche Kreditkarte er da zum Laden zugeht. Du gehst, steckst rein und das war's. Er kommt von deiner Karte an. Ab, ne? Oder wie ich habe jetzt von Tesla 10.000 Kilometer frei Supercharging gekriegt. Und du stehst am Supercharger, da sind noch andere Charger, und dann kommen die Porsche-Fahrer da und dann funktioniert die Scheiße nicht. Und dann müssen die Karte hier, Karte da, ja, und stehen da minutenlang, ne? Und dann fahren die wieder zu einem anderen und ich so, oh, Alter, echt. Kommt das öfter mal vor, dass wenn da jetzt dann 4, 5, 6 Teslas nebeneinander stehen, dass er dann langsamer lädt? Bei dem allen, bei den V2-Chargern, ja, da hast du immer, weiß ich, Station 1 und da siehst du 1 und 2 und da hast du A und B. Und wenn da zwei neben sich stehen, die bei dem 150er waren das, dann teilen die sich das. Mhm. Deshalb ist immer gesagt, bei dem alten Superchargern bei V2 immer versetzt stehen, immer einen zwischen lassen. Ah. Und wenn irgendwann mal kein Platz ist, dann fährst du dazwischen. Dann teilen die sich. Aber bei den neuen V3 hast du nicht, die ballern mit 250 durch. Aber wenn das eine halbe Stunde dauert, angenommen, würdest jetzt zu, gibt es da auch so ein kleines Ding dazu, was du normalerweise 230 Volt laden kannst? So eine Box? Ja, die liegt im Kofferraum. Nee, liegt hier. Ja, aber der schaffst du es wahrscheinlich. Damit liegt er ewig Stunden auch da, wie lange muss weil mein Cousin in Polen angeschmissen, das Ding reingesteckt, da fliegen die Sicherungen immer raus. Und einmal haben wir einen Starkstrom bei ihm reingesteckt, da ist die Hauptsicherung rausgeflogen am Heiligabend und dann das muss einer davon her. Das heißt, also damit lädt es dann schon 12, 24 Ja, genau. Aber ich habe zu Hause 11 kW, also 22 kW Lader. Aber der ist im Moment, da sind 22 kW Kabel schon, aber er kann im Moment nur mit 11 kW laden. Das soll irgendwann mal freigeschaltet werden. Sind diese Stecker eigentlich alle gleich bei jedem Elektroauto? Das ist die normalen, ja, für Deutschland und so. Genau. Also das heißt Tesla, Porsche, Audi? Ja, ja, die haben wir gleich, genau. Und da hast du die CCS, die großen, für Gleichstromladen. Ne? Aber da ist meistens Kabel dran. Das ist nur für die kleinen Säulen, die in der Stadt stehen. Mhm. Die du auch überall in meinem Hof hast. Ach so, bei Tesla ist der Rüssel direkt dran. Da ist alles mit dran, ja, da brauchst du gar nichts. Das Kabel ist nur für die Kleinen. Ja, eigentlich ist ja das Letzte, was noch fehlt, so dieses Induktionsladen, wie man so kennt, ne? Das. Dass man einfach nur drauf, noch nicht mal mehr aussteigen, genau, aufladen. Vielleicht machen die das irgendwann mal in Kreuzung und so, das wäre auch nicht schlecht, aber. Ja. Zum Beispiel, ne, in der Kreuzung steht. Okay, also wir fassen zusammen 1020 PS. Ja, genau, 1400 Newtonmeter. Gewicht, was wiegt das Ding? 2,3 Tonnen. 2,3. Mhm. Hätte ich jetzt optisch fast sogar mehr gedacht. Wir haben schon mal einen e-tron GT gewogen. Ich müsste jetzt lügen. Ich meine, das waren 2,5. Kann das sein? Ist der 2,5? Der soll 2300 oder so wiegen. Aber wenn wir ja sehen, weil wie ich dich kenne, willst du ihn bestimmt gleich wiegen. Natürlich haben wir den Wagen mit. Zufälligerweise. Und mich würde noch mehr interessieren, wie das Ding aussieht. Kriegen wir den hier auf die Hebel drauf? Kriegen wir. Der ist komplett glatt von unten. Du siehst nichts. Also jetzt sei ich will nur mal so ein bisschen so. Wir können ja auch sagen. Ja, das ist ja auch so ein Thema Antriebswellen. Weißt du, wir kommen ja beide aus der Tuning-Szene. Jeder 1000 PS Antriebswellen. Schrott. Ne? Hier. Antriebswellen, die sind so, sind große Gelenke und es funktioniert. Funktioniert, ne? Ja. Also kurz gesagt, wenn du demnächst Autos baut, nimm Tesla Antriebswellen. Ne, ich vermute mal, dass es da garantiert daran liegt, dass die Software und die Steuerung einfach so gut ist, ne? Ja, der ballert gleich los. Aber der wird es wahrscheinlich trotzdem noch so ein bisschen, man denkt, der ballert gleich los, aber der wird das so, in einer Drittelsekunde irgendwie so aufbauen. Was hast du mit dem Auto vor?
so wie ich dich kenne. Also tiefer ist jetzt ja eh schon, aber tiefer da wird es ja nicht bleiben. Ich lasse noch, wie gesagt, mit die Felgen fräsen in 22 Zoll. Da wollen wir das gleiche Design machen, wie ich hatte. Nur, wir wollen die mehrteilig machen. Mhm. Mit versteckten Schrauben nach innen wahrscheinlich. Und dann will er nämlich in die Felgenflanke, wo der Reifen halt sitzt, will er Muster reinfräsen, damit der Reifen sich auf der Felge umdreht. Das machen die bei Bugatti auch und so. Damit wir da halt so ein bisschen wie verschraubt, nur... Genau, damit er ein bisschen mehr Grip der Reifen hat. Das wollen wir einfach machen, ob es was bringt oder nicht. Aber wir wollen einfach wieder das Auto machen. Aber sonst so tuningmäßig geht da aktuell noch nichts. Also du könntest jetzt nicht sagen, du machst da jetzt ein Viertelmeile-Auto raus, außer das ganze Gewicht rausschmeißen. Aber du kannst die Sitze rausschmeißen, dann fahren die irgendwie ganz tief 9 Sekunden. In den USA ist einer, da war die Bedienung waren gerade wohl gut, die sind irgendwie, glaube ich, 8,8 gefahren oder 8,7 in dem Ding. Haben aber wirklich ziemlich viel rausgeschmissen aus dem Auto. Aber nee, also vielleicht beim Rennen, wenn ich irgendwo bin oder so, wenn ich mal die Sitze rausnehme und bin gleich ein bisschen schneller. Weil dich wird es natürlich auf jeden Fall reizen, mit dem Ding halt mitzufahren, ne? Ja. So wie ich dich kenne, ne? Weil man muss ja schon wirklich schnell sein, um 9 Sekunden zu fahren. Ja. Und dann kommst du halt in den Ding an da und ja, fährst in der Badehose 9 Sekunden. Der fährt halt immer, ja. Egal bei welchem Wetter. Wie ist da Verteilung vorne hinten? 50-50. Zwei. Du kannst es auch einstellen. Du kannst auch einen Track-Modus anmachen, du kannst alles ausmachen, kannst nur Heckantrieb machen, kannst du Donuts drehen. Dann sind die Reifen gleich weg. Aber zwei Motoren hinten, einer vorne? Genau. Weil der hat ja nur einen Gang, Porsche hat ja zwei, der hat ja nur einen Gang, der schaltet nicht. Der hat eine 7,5er Übersetzung, glaube ich. Bei 320, glaube ich, 24.000 Umdrehungen drehen die Motoren dann. Und die haben extra, sitzen die Motoren in so einer Carbonhülse drin, damit die halt nicht auseinanderfliegen. Oder falls sie auseinanderfliegen, dass es halt nicht zum Geschoss wird wahrscheinlich. Das auch, ja. Weil das ist halt bei so einem, das stelle ich mir bei so einem neuen Autohersteller immer am schwierigsten vor, wenn da halt noch nicht jahrzehntelange Erfahrung drin ist, weil braucht man sich ja nichts vormachen. Mit der Zeit wird ja immer irgendwann mal was kaputt gehen. Ne? Natürlich. Weil irgendwann gibt es halt mal einen, der fährt 300 nach 500.000 Kilometern. Genau. Und bevor dann so Ding auf einmal durch den Innenraum schießt bei 24.000. Kaputt geht alles. Egal was, egal wie, ob Elektro oder Verbrenner, Schrott geht immer alles. Tja, genau. Ich würde sagen, mal ab auf die Bühne, dann wiegen, dann Prüfstand und dann hoffentlich vom Prüfstand runter. Hauptsache, der fährt nicht von alleine vom Prüfstand. Nee. Geh in die Wand raus. Ja, das hat man auch nicht alle Tage, ne? So ein Plate also auf der Bühne. Komplett, ne? Der Unterboden. Das Ding ist mal glatt. Alter, gibt's hier mit Anhängerkupplung? Ja, kann ich noch reinmachen, ja. Ernsthaft? Mhm. Also mit GTR auf Anhänger zum Gewinde. Ja. Ja, krass. Ja, aber das Ding ist mal glatt. Vor allem, hier muss man ja, egal welche Schraube man anfasst, man muss erstmal den halben Unterboden abbauen. Okay, man sieht halt wirklich, also das, man sieht gar nichts, war ja eigentlich noch untertrieben, weil du siehst ja wirklich gar nichts, ne? Also wenn du auch schon reinguckst da oben. Auch guck mal, wie weit der Unterfahrschutz hier. Die Lenker da oben? Ja. Wie weit der Unterfahrschutz hier so reingezogen ist. Da oben, wie das da aussieht. Aber ich gebe dir recht, die Antriebszellen so sehen wirklich jetzt nicht ja, so. Ja, das ist die große Gelenke haben die. Denk mal so 100er oder so. Und dann aber sonst? Vor allem ein Lenker, zwei Lenker und hier ist noch ein dritter Lenker. Ja, ja. Und oben hat er auch noch zwei Stück. Oben sieht das ganz komisch aus. Oben auch noch mal zwei. Ja, stimmt, ja. Krass. Wie ist die Stahlbremse so? Also scheiße. Ja, ist halt Paul, der sagt halt auch, wenn es scheiße ist. Ne? Nee, selbst wirklich nicht. Ist halt Amiland, ne? Wo du eh nicht schnell fährst. Ist Ami, also ich glaube, es gibt kein Auto aus den USA, was von Werk aus eine gute Bremse hätte. Ne? Viele Plates haben ja auch Unfälle auf den Links gemacht. Ne? Weil die Bremse so scheiße ist? Auf dem Track, ja. Guck mal, also zumindest. Ja, der wird ja vorgewärmt durch die Pumpen. Da hat der extra durch die Heizung, der hat ja so einen komischen Ventil. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Das hat sich Tesla patentieren lassen. Wie die ganze Energie von der Wärme und Hitze über für das ganze Auto immer sehr gut genutzt wird. Mhm. Und das ist alles die Batterie? Ja, das ist die Batterie. Das heißt, wenn du den Ranger anrufst und sagst, wir brauchen eine neue Batterie, dann Nee, da muss. Das macht dann nicht. Nein, aber da würden sie theoretisch das ganze Ding tauschen. Ja, dann tauschen die das komplette Ding, ja. Weil das ist halt das Interessante an einem Elektroauto, dass du einfach so ein Auto ganz anders aufbauen kannst, ne? Weil du einfach keinen Tank mehr hast, keinen Auspuff mehr hast, hast keinen Motor, keine Differenziale, kannst da wirklich komplett einfach das Ding mehr reinhängen, ne? Und wie schwer ist die Batterie? Bestimmt über eine Tonne. Echt eine Tonne? Ja. Das ganze Auto ist sonst aus Aluminium, ne? Ja, aber deswegen muss das Ding eigentlich auch so krass fahren, ne? Weil wenn du jetzt überlegst, das Gewicht ist unten, ja. Also, genau, wenn du hier... Also er fährt sich nicht so geil wie der Model 3 in den Kurven. Der Model 3 ist wirklich eine Flitzer. Also das Ding kannst du wirklich in die Kurven. Den habe ich noch nicht getragen, gut, ganze Zeit scheiß Wetter. Aber ansonsten... Weißt du, wenn du hier eine Tonne hängst,
Ja. Auf der Höhe muss das ja schon krass sein. Wobei die Bremse eigentlich schon groß ist, ne? Also ist jetzt ja nicht die so, ist eigentlich groß, die ist auch viel geiler, sagen alle, als die in dem alten Model S, aber ja gut. Ist jetzt ja nicht so, dass also da keine... Das Ding gemessen ab 102, hier Viertelmeile, zweimal, da hat er mit kleinen Tacho angezeigt, Bremse überhitzt. Ja, Vorderachse ist so ein bisschen wie... Da, ne? So ein bisschen VW Audi mäßig. So ähnlich, ja, das sieht so ähnlich wie GTR aus. Mhm. Ja, oder GTR, genau, ja. Genau. Also das hier, das sieht wirklich schwer danach aus. Oh krass, nee, so antriebsfeldmäßig würde man jetzt echt nicht denken, ist das so. Mhm. Oh, nee, ja gut, beide Motoren machen ja 1000 PS, ne? Die meiste Leistung ist halt da ja hinten. Aber das Drehmoment ist halt da, ne? Mhm. Ja, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass man so einen Motor mal sieht, aber man sieht wirklich... Nee. Der Geist. Paul, wie ist das bei den älteren Teslas mit Rost? Weil das ist ja bei den Fahrzeugherstellern immer ein Riesenthema mit dieser Abdichtung von Karosserie, ja, gerade auf Langlebigkeit, dass die irgendwann alle mal anfangen zu rosten. Also ist eigentlich alle aus Aluminium, bin ich meine. Ich weiß nicht, ob der alte auch, also sehr viel ist aus Aluminium. Ich weiß nicht, ob die Träger auch Aluminium aber sind. Aber geht, also es ist nicht so, genau, dass die nach 2-3 Jahren schon anfangen zu rosten. Nee. Also ja, okay, aber bevor wir ihn jetzt runternehmen, wir müssen das Ding einmal wiegen. Das müssen wir uns geben hier. So, der erste Plate auf der Radlastenwaage. Ja, das ist krass. 2236. Mhm. Aber Benni, guck dir mal hier einzelne Radlasten an. Oh ja. Alter, das habe ich so nie gehört. Für gar nicht eingestellt, gar nichts eingestellt. Einfach jedes Rad gefühlt 550 Kilo. Krass, alles gleich, ja. Vorne, hinten, links, rechts, alles identisch. Ja. Oh Mann, Mann, wurde krank. Ja, 2200. Also klar, sind halt über 2 Tonnen. Ja, der hat schwere Gurte gerade drin. Sind halt über 2 Tonnen, aber trotzdem, überleg mal, welche Autos heutzutage alle über 2 Tonnen wiegen, ne? Mhm. Wenn das jetzt irgendwie 2,5 oder 2,7 oder so, würde ich sagen, okay. Krass. Das ist krass. 5,87. Ja. Also, wenn du da ganz bisschen das Fahrwerk einstellen würdest, hat das Ding genau überall gleich. Mhm. Das kriegt man ohne Probleme korrigiert. Ja, das ist bestimmt die Akku. Der Akku ist vielleicht nicht gleichmäßig geladen, deshalb, weißt du? oder die Bierkiste im Kofferraum. Die Bierkiste im Kofferraum. Ja, guck mal, ich halte das Ding schon wieder fett rum. Ja. Ja, jetzt final würde ich sagen, noch einmal auf den Pushstand. Und dann wollen wir mal gucken, wie das Ding so klingt. Drück das Ding an! Nee, muss einfach. Lass mal rein. Drück mal Bremse. Ja. Und das Ding hier. Ah, okay. Und rückwärts ist dann? Genau das gleiche, nur mit dem Finger rückwärts am Bildschirm. Nach unten, fährst nach hinten. Alter! Special. Das ist schon ganz lustig, ne? Also, war hier ein Elektroauto jemals schon mal drauf? Nee, voll elektronisch. Ich bin gleich mal gespannt, wie das anwuppt. Ja, ich glaube, für dich ist es besser, wenn du kein Elektroauto fährst. Bei Benni streichelt das Pedal ja auch immer so gerne. Ja, wahrscheinlich. Vor allem, du bräuchtest auch gar keine Ladesäule hier aufstellen, weil du würdest jeden Tag einfach selber laden. Ja. So, morgens leer fahren, abends leer fahren, tagsüber vollladen. Wenn die normalerweise Prüfstand, heißt ja eigentlich immer, dass du einen Gang durchbeschleunigst. Genau. So, jetzt hat das Ding nur einen Gang. Mit einem festen Übersetzungsverhältnis, ne? Dann nehmen wir halt den, der vorhanden ist, ne? Das heißt, die eigentliche Leistungskurve ist gleich scheißegal. Das wird mehr wie so eine Roller-Variomatik-Kurve wahrscheinlich, ne? Ja, stelle ich mir so vor, auf jeden Fall. Wobei er braucht ja eigentlich irgendwie eine Drehzahl, um die Leistung auszurechnen. Ja, das jetzt vorab, das müssen wir jetzt erst eigentlich mal gucken. Wie machen wir das? Nach KMH oder? Nach. Ja, Übersetzung hat er 7,5. Ja, wir haben unterschiedliche Möglichkeiten. Das ist eine sehr gute Frage. Nein, ich überlege nur gerade, weil er braucht ja eigentlich immer eine Drehzahl, um die Leistung zu berechnen. Absolut, absolut. Müssen wir gleich mal gucken, ob es... Elektromodus beim Dyno? Ob es da schon irgendwas gibt. Also ist Premiere, noch nie gesehen. Weil also einen Drehmoment wird man ja relativ einfach da rauskriegen, aber davon hat man immer noch keine Leistung. Also, aber es gibt Leute, die haben die schon gemessen. Ja, ja, also Model 3 hat hier Atomic... Delfine. Ja, es gibt ein Übersetzungsverhältnis. Ist die Frage. 7,5 hat er. Final Drive. Eine Ewigkeit später.
Und gegen. Dino Test. Dann mache ich. Und dann kam überall die Scheiße. Eieiei. Ei, ei. Er rollt ja gerade. Hä? Er rollt ja gerade. Alter! Einfach geschissen, Alter! Die Kette? Ja, dann lass sein. Der Boah. Wollte gerade! Alter, wie kann das reißen? Der wollte gerade, hast du gesehen? Aber was hast du jetzt gemacht? Ich habe ausgeschaltet nochmal, Track-Modus nochmal und dann. Ich habe nie sowas, noch nie gerissen, Alter, in 10 Jahren, Alter. Ja, dann. Ja, Paul kriegt alles kaputt, selbst mit dem Elektroauto. Alter Schwede. Alter, er hat schon viel gesehen, aber Alter. Ich würde mal behaupten, Tesla ist Materialmode gekauft hier. Und das war jetzt aber immer noch nicht Dino-Mode. Das war jetzt Track-Modus, da habe ich nochmal, bin ich alle durchgegangen und dann habe ich das alles ausgemacht. Dann habe ich ihn anrollen lassen und habe einfach mal Gas gegeben, was er gesehen. Der wollte ja, ne? Und dann. Alter, kannst du den Panzer abschleppen, Alter. Vor allem auch hammerhart wirklich auf Last einfach durchgerissen, ne? Ja, ja. Wirklich nicht irgendwie. Dann siehst du auch, dass es frisch ist, ne? Ja, sauber ist. Ja, auch noch nicht mal irgendwie so an der Kante gerade wächst, genau. Sondern wirklich einfach so viel Spannung drauf, dass das Ding abgerissen ist, ne? Nein. Was kann so ein Ding? 2 Tonnen? Ja, locker. 2 Tonnen sind die alle freigegeben. Definitiv, ja. Ey, machst du auch einmal im Jahr neu, ne? Ist jetzt nicht, dass das Ding 20 Jahre alt ist, ne? Tja, wie willst du das Ding messen? Aber. Ja, aber da sieht man mal, dass. Das ist halt jetzt typische Elektrotechnik, das willst du mit dem Benziner niemals hinkriegen, außer der stellt sich jetzt hin, 3 Bar Launch-Control und losfahren genau, oder so. Genau, und genau. Selbst dann wahrscheinlich. Ja, ja, weil du hast immer, egal wie, so ein bisschen Verzögerung, der Lader pumpt an. Ja. Das ist immer noch so ein bisschen... Und hier war gerade wirklich dieser erste Ruck. Bann. Ja. Speicher tut er gerade nichts, ne? Nee, wir haben es nicht mitgemessen. Ja, keiner drauf geguckt. Ja. Das war zu viel. Ja, Paul, lieber Feierabend erstmal, oder was? Ja, ich glaube, wir haben Paul mit den Ketten, ne? Ja, gut. Das ist ja so eine Art Stahlschlaufe schon. Ja, ja. Und was? Ja, oder halt dementsprechend 2, 3, 4 Stück davon halt, ne? Ja, aber ja. Dann ist halt wirklich die Frage... Das ist immer mit den Fingern, ne? Ja, mit, da kannst du alles mitmessen, klar. Und das war jetzt gerade ja zum Glück noch im Stehen, wo die Rollen sich ja nicht gedreht haben, ne? Wenn jetzt die Rolle... Ja, genau. Wenn die Rolle jetzt 100... Ja. Ja. Wenn jetzt die Rolle 100, 140 km gehabt hätte, dann geht halt das Auto auch ganz schnell mal zur Seite. Nee, er fliegt raus. Nicht viel, geht nur so ein Stück zur Seite. Genau. Er fliegt einmal runter. Ja. Das Problem ist, wenn du sofort bremst, der steht neben der Rolle, Alter, und die Rolle dreht sich nicht ein. Ja, dann macht er die Reifenplatte. Müssen wir wohl doch nochmal zum Paul fahren, das Ding auf seinem Prüfstand messen. Euch. Kauft euch einen Benziner. Dann passiert das nicht. 3000 PS geht der und keine Probleme und hier, bevor wir loslegen konnten, reißt schnell gut. Ja, ich würde sagen, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ne? Ja. Ja. Ja, aber mich hat das Auto trotzdem ehrlich gesagt schon überzeugt, also unabhängig von dem Materialmod gerade, optisch, kann auch an der Farbe liegen. Wir haben nämlich festgestellt, das ist uni-schwarz. Wahrscheinlich war es das, weswegen ich gesagt habe beim Reinfahren, geil, dass es ist. Ja, ich würde sagen, das reicht erstmal, wir konnten immer den Plate schon mal ein bisschen vorstellen. Wir wollen jetzt auch nicht bei dem Wetter hier groß vor der Tür irgendwie irgendwelche Dönigens machen, weil ich würde viel lieber das Auto auf dem Wilzer Berg auf Rennstrecke mal fahren, weil dieses Fahrzeug soll auch auf der Nordschleife so verdammt schnell sein. Damit fahre ich natürlich nicht auf der Nordschleife, aber am Wilzer Berg würde ich schon gerne mal eine Runde fahren. Dann können wir auch 0, 100, 100, 200 und so weiter messen. Ne? Paul, du warst 0, 100, 2, 7, 100, 200, 4, Piep gefahren, ne? Mit dem? Ja. Ja, guck jetzt auf den Zettel, Wir haben vorhin geguckt, 4-4 war 100-200 bei deinem Video. 104-4, genau. Und auf Trocken mit Sommerreifen fahren die so 3-8, 3-9. Merkst du, dass der dabei noch durchdreht? Ja, ja. Also, ey, wir sind jetzt gerade gefahren, das war eigentlich dauer durchdrehende Räder, aber trotzdem schnell. Also man merkt richtig, wie der durchgeht. Ja. So. Wenn du so bei 100 ab und zu reinlatscht, dann macht er ab und zu kurz so. Ja. Und dann merkst du sofort, wie er gegendreht. Es fährt wirklich. Die Bremse von der Rolle drin. Ja, geil, okay. Ja, wir haben trotzdem Spaß gehabt. Mittlerweile 24 Uhr. Wir fahren ja auf der Straße gleich. Nee, ich habe gerade schon gesagt, also auf der Straße machen wir heute keine Dünen mehr.
Ja, das machen wir lieber in Hellen irgendwann mal. Ja, oder so. Auf dem Flugplatz oder so, ja. Ja, oder auf dem Pizzaberg. Oh nein. Mit Keramik dann. Wann ist der die Keramik da? Wann ist die Keramik da? Erste Runde. Schön aus der Mutkurve. Nee, ist besser. Ich denke mal, mit hier mit 1000 PS sollten wir auf der Straße nicht rumspielen. Ja, da können wir lieber mal ganz in Ruhe ein paar Sachen. Ja, aber der scheiß Drehmoment ist ja auch halt immer da. Aufschlag, das ist das Krasse. Einfach. Also wir hatten gerade noch, das habt ihr jetzt gerade nicht gesehen, wir hatten noch das Problem, wir wussten nicht, wie wir ihn messen sollen, weil eine Leistungsmessung besteht halt immer daraus, ein Drehzahlband abzufahren. Dabei misst er das Drehmoment. Da das Ding aber logischerweise kein Drehzahlmesser hat, konnten wir auch den Abgleich nicht machen. Und Paul kriegte zum Glück das Übersetzungsverhältnis. Und damit haben wir es dann hinbekommen, das Übersetzungsverhältnis manuell einzutragen. Das heißt, wir hätten Hoffnung gehabt, dass es geht. Aber ich würde auch sagen, bevor wir den wirklich nochmal messen, wahrscheinlich wirklich auf der Hebebühne nochmal einmal in Ruhe gucken, wo man da... Ja, vielleicht die Verkleidung nochmal abnehmen. Ja, so. Wo man da mit Ketten irgendwie so ran kann. Und so. Ich werde mich damit beschäftigen, wie dieser Dynamo-Test-Mode angeht. Das kommt nämlich gerade dazu, dass der noch nicht an war, ne? Das war ja gerade... Der Ball einmal an und dann ging er raus und dann ging er nicht mehr an. Aber jetzt eben gerade, wo es war ohne. Weil du kannst ja alles ausschalten, so gesehen, alle Systeme und auch Traktionskontrolle. Und er wollte ja, hat man ja gesehen, aber die Gurte wollten nicht. Trotzdem vielen Dank. Na, nicht dafür immer. Ja, ich hast du schon mal so zur Hälfte schon mal überzeugt auf jeden Fall. Von dem Auto, bin mir ziemlich sicher, wenn wir damit fahren, gucken wir mal, was da passiert. Aber so von vorne in dem Schwarz sieht er echt geil aus, muss ich sagen. Auch gerade dadurch, dass er, weiß ich nicht. X-Max auch, aber es wird... Egal was du, ich sag mal immer, egal was du im Leben immer machst, egal was, wofür du dich entscheidest, es gibt bei allen Vor- und Nachteile. Mhm. Es wird immer so sein. Ja, stimmt. Das ist aber wie mit den Frauen. Entscheidest du für eine Alte, die gut kochen kann, dann kann sie im Bett nicht. Und wenn du die im Bett nimmst, dann kann sie wieder nicht kochen, weißt du? Dann kann sie saufen wie dein Vater. Okay, wir machen jetzt Feierabend. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, bis zum John.